Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind immer noch in Wegesruh. Werden wir noch ein paar Folgen bleiben. Irgendwie habe ich seit der letzten Aufnahme ziemliche Frame Drops hier im Spiel. Wir gehen mal runter von 80 bis runter auf 20. Gerade sind wir im 20er Bereich, deswegen dürfte es ein bisschen ruckeln. So, wir sollen eine entführte Frau befreien und erstmal hier irgendwelche Fässer mit Schlafmittel vergiften. Damit wir die Guteste befreien können aus der Hand ihrer Peiniger. Westliches Fässchen. Okay. Dann auf zu der nächsten. Ich hoffe, die Frames fangen sich jetzt gleich mal, ansonsten muss ich das Spiel mal neu starten. So. Hier haben wir noch eins. Scheint auch ein beliebter Farmspot zu sein. Also hier sind einige, die kloppen nur die Gruppen weg. Hier, die machen gar nichts anderes. Lass mich den Sack looten. Ah, ich wollte gerade, gerade. Haltet still. So, unser Questproblem habe ich auch gelöst. Ich habe jetzt mal die ganzen Handwerksqueste abgebrochen, die wir hatten, weil wir konnten ja keine neuen Queste annehmen. Dass wir zumindest so 3, 4 noch annehmen können. So, durchsucht das Kontor. Was schwimmt denn am Wasser? Da soll man rein. Hallo? Infight geht das nicht. Okay. Können wir uns nicht heimlich still und leise verpieseln, glaubst du es? Jetzt können wir in den Kontor. Noch hier finden wir wieder nichts. Alles geplündert, oder doch? Nee. So, Elbert. Ich bin Fürstin Mirandas Verwalter. Wer seid ihr? Und was wollt ihr hier? Sergei hat mich geschickt, um herauszufinden, wo der Mitternachtsbund Miranda gefangen hält. Aber Fürstin Miranda ist gar keine Gefangene des Mitternachtsbunds. Das sind ihre Leibwachen. Sie hat sie angeheuert, um sich vor ihrem Mann, Fürst Serge, beschützen zu lassen. Er hat gedroht, sie zu töten, wenn sie ihm nicht ihre Familienschätze gibt. Warum hat Akol mich hier hingeschickt? Um mich aus dem Weg zu räumen? Wahrscheinlich. Aber sie wird immer noch vom Mitternachtsbund geschützt. Nur hat Akol einen Schlaftrank aus Bovist-Kappen hergestellt. Ich habe ihn in die Trinkfässchen der Wachen geschüttet. Bovist-Kappen? Oh, ihr Trottel! Das ist kein Schlaftrank. Das ist Gift. Jetzt beschützt niemand Miranda. Fürst Serge wird sie wahrscheinlich auch vergiften. Ihr braucht ein Gegenmittel. Und ich auch, weil ich aus den Fässchen getrunken habe. Dieses Eisenkraut sollte gehen. Überreden Sie es eurer Lehnsfrau, ist es denn nicht eigentlich eure Pflicht, mir dieses Gegenmittel zu geben? Ihr habt recht. Nehmt das Gegenmittel. Vielleicht finde ich etwas Eisenkraut für mich selbst in der Alchemiekammer meines Herrn. Fürstin Miranda ist im Herrenhaus. Mit diesem Schlüssel kommt ihr hinein. Und beeilt euch bitte. Ja, ja, gut. Beeilt. Beeilt euch bitte, hat er gesagt. Gut, dann müssen wir hin. Freunde, ich habe keine Zeit. Das Familienhaus. Ein Bücherregal. Ein Bücherregal.
leeres Bücherregal. Obst und Gemüse. Alles leer. Und hat jetzt hier einen Hinterhalt? Dieser schwere Anhänger kann an einen Gürtel und Armreife angebracht werden und seine Ausmaße sind mathematisch korrekt. Okay. Gut. Da ist doch Gemüse drin. Komm mal runter. Ne, müssen wir rauf. Ich werde schwächen. Ja, wir kommen. Diese Karte Tamriels wurde vorhin, das ist also ein Crap, den wir kaufen könnten, wenn wir denn wollten. Was? Halt Miranda, wo ist er denn? Ihr seid wirklich zu dämlich. Oh, ein Boss. Seid auf meinen Plan hereingefallen. Ach, sei doch ruhig. Jetzt ist das Anwesen mein. Nein. Okay. Nein. Maximale Ausdauer, Ausdauer, maximale Magicka. Ist natürlich besser, ne? Mal gucken. So. Haben wir es schon gelesen? Ne, ne? Zu spät? Wer immer ihr auch sein mögt, bitte helft mir. Trinkt diesen Eisenkrautaufguss, er ist ein Gegenmittel. Was immer auch eure Motive sein mögen, wenn ihr nicht gewesen wärt, hätte ich nie überlebt. Ich schulde euch mein Leben. Bitte, nehmt diese Belohnung. Zu denken, dass Serge's Plan fast funktioniert hätte. Ohne euch, das werde ich euch nie vergessen. Wie konnte das geschehen? Es war Serge. Es war alles Serge. Ja, das wissen wir jetzt auch. Es war, als wäre er zwei völlig unterschiedliche Personen. Einmal der großzügige, liebevolle Serge und dann der gierige, hasserfüllte Serge. Nur glaube ich inzwischen, dass der hasserfüllte der echte Serge war. Er wollte nicht mich. Er wollte nur den Reichtum meiner Familie. Gut. Dann gute Besserung, ne? Machet gut. Ist so ein Bücherregal, hätten wir fast übersehen. Leg dich mal ins Bettchen. Trink dir noch einen Tee, das wird schon wieder. Gut, wir können abhauen, dann gehen wir als nächstes in die Ruine. Da hat man in der letzten Folge gesehen, da war noch eine Quest. Wenn wir jetzt einen Angriff nehmen. Vor allen Dingen hoffe ich dann, dass die FPS besser werden, weil es scheint irgendwie nur in dem Gebiet hier zu sein. In den Häusern fängt sich das Ganze wieder, aber außen hier ist Ende im Gelände. Oben war ja noch so eine Priesterin. Hier war noch ein Runenstein. Verfolgt uns wer? Ne, ne? Gut. So, Petin, was ist los? Oh, furchtloser Reisender. Lauscht meinen Worten, ehe ihr diesen Hügel erklimmt. Jawohl. Seht ihr dort hinter mir den Hügel mit dem Turm auf der Spitze? Er ist zum Ausgangspunkt für Abscheulichkeiten geworden, die von jenseits Mundus stammen. Dämonische Gasse, die ausgesandt wurden, um die Sterblichen zu quälen. Entschuldigt.
Ich bin eine Priesterin Stendars. Wir reden immer so. Jedenfalls ist das eine schlimme Sache. Kann ich helfen? Ich hoffe es. Die zaubermächtigen Untoten auf der Anhöhe haben einige der Hiesigen gefangen, die zu dicht um den Hügel streiften. Ich wollte sie retten, aber ich wurde von der schrecklichen, heimtückischen Kraft dieser Umnachteten. Jedenfalls haben sie mich zurückgeschlagen. Ich werde sehen, ob ich sie retten kann. Seid vorsichtig, seid wachsam, vertraut auf Stendar. Irgendwas, was ich wissen muss? Einst war jener unheilvolle, verlassene Turm Teil des Gartens von Prinzessin Violetta, einer Tochter aus dem Hause Gardner, das vor Emmerich über Wegesruhe herrschte. Es war ein fröhlicher Ort, an dem Blumen blühten, Vögel sangen und liebende Lust wandelten. Es war sehr schön hier. Mhm. Und dann? Der dädrische Fürst Molag Bal wurde auf seine Reinheit und seine Aura der wohlmeinenden Güte aufmerksam und fühlte sich dadurch unermesslich beleidigt. Er überzog die Anhöhe mit einem Pesthauch und schickte grausige Untote, um sie zu schänden. So wurde aus dem fröhlichen Vogelsangturm von einst der garstige Turm der Seelen beraubten. Und was geschieht mit den Gefangenen? Sie unterziehen sie derart grässlicher Riten, dass nähere Einzelheiten euch den Verstand kosten würden. Belassen wir es dabei, dass die Nekromanten Energie aus dem Leid der Gefangenen ziehen, um damit die Barriere zwischen den Welten niederzureißen und noch mehr von ihrer ruchlosen Brut zu beschwören. Ich meine, sie opfern sie. Okay. Gut, da fällt mir gerade ein, wir haben den Gürtel nicht angezogen, ne? Das war der doch, ne? Ja. Gut. Okidoki, dann wollen wir mal da guten Tag sagen. Und totes Pack. Magic. Jetzt. Was haben wir hier? Ihr seid in Kalthafen gewesen. Ich sehe sein Mal an euch. Ihr müsst mich hören können. Sprecht. Ja, ihr. Wie ich wurdet ihr vom Herrn der Gewalt geschändet. Ich schreie schon so lange. Ihr müsst uns vernichten, Lehrer. Ich will nicht mehr seine Augen sein. Wessen Augen? Des Herrn von Kalthafen. Molag Bal. Die Nekromanten planen uns dort aufzustellen, wo wir seine Feinde ausspionieren können. Selbst jetzt blickt er euch durch meine Augen an. Sammelt die verfluchten Schädel, werft uns auf den Leichenhaufen im Turm. Beendet unsere Qual. Ich werde euer Leid beenden. Zum Buch. Was haben wir hier? Nix. Wer bist du? Schädelinchen, die gut, die liegen überall. Sechs Stück. Keiner. Gehen wir mal ins Türmchen gucken. Hallo? Pyromant. Und deswegen soll er nicht mit Feuer spielen.
zwei Stück noch? Ist nur einer. Da sind die Gefangenen. Dann machen wir das eben. Das Leben gerettet. Aber sowas von. Aber sowas von. Ein paar müssen wir aber noch finden. Und wo ist die Himmelsscherbe da oben? Okay. Haben wir denn hier noch Gefangene? Ah, hier sind auch noch. Danke, Freund. Gerne. Muss das Türmchen schon gehen, ja, aber. Was haben wir hier? Ah, hier ist der Scheiterhaufen. Es tut gut, endlich frei zu sein. Habt Dank, Lehrer. Wäre nett, wenn der uns als Begleiter zur Verfügung stehen würde. Sieht nice aus. Ihr seid der Geist, der in diesem Schädel gefangen war. Was werdet ihr jetzt tun? Ich bin frei von Mulag Baals Fluch und werde nun endlich das Schicksal erfahren, das mir vorherbestimmt ist. Dunkle Anker mögen auch weiterhin vom Himmel herabfallen, aber Sturmhafen wird ein blinder Fleck für den Vater der Vampire bleiben. Zumindest noch für eine Weile. So, ich glaube, wir haben Level Up. Ein Pünktchen. Ups, zwei Pünktchen. Aber immer noch nicht genug. Ich glaube, wir haben jetzt im Ganzen erst drei. So, wir müssen aber nur einen befreien hier, oder? Rette Tonine. Ja, ist gut. So, Tonine. Ich dachte, ich würde hier sterben. Nein. So, wir sollen noch mit der Priesterin reden. Hier scheint auch noch ein Verlies zu sein. Beziehungsweise war ja hier auch das Buch, ne? Kommen wir da irgendwie runter? Wo sollen die sein? Die ist hier unten. Machen wir erstmal das. Ihr kehrt zurück und ich spüre eine Verringerung des Bösen um den Turm. Wie ist es euch ergangen? Ich habe es geschafft, die gefangenen Einheimischen zu retten. Stenda sei Dank, dass ihr hier vorbeigekommen seid. Da die Bewohner des Totenreichs durch eure heldenhaften Taten im Zaum gehalten wurden, sollte es nun im Rahmen der Möglichkeiten meiner göttlichen Gaben liegen, die Werke dieser Unheiligen und... Entschuldigt. Jedenfalls gehe ich gleich nach meinen Gebeten los, um dort aufzuräumen. Mach das. Gut, wir haben hier ein Verlies oder sowas ähnliches in der Art. Dann gehen wir mal eben lunchen. Steinchen haben wir ja auch. Und eine Kornblume.
ein paar Pilze. Der Magier. Und ein Buch. Sehr schön. Da hinten in der Ferne sehen wir einen Anker. Hier oben hat er auch noch ein Buch, ne? Ein Runenstein. Zack. Wir haben es doch von oben gesehen, dann muss er ja irgendwo sein. Da. Na toll. Verarscht. Menno. Gut. Dann würde ich sagen. Bams. Verrangels Verweilen entdeckt. Der nächste Dungeon. Welchen wir dann in der nächsten Folge machen. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.